Leute, ich hole heute die Doku ab. Es ist soweit. Ich freue mich riesig, bin richtig aufgeregt. Wir haben es circa 4:30 glaube ich, frühs. Ich werde jetzt David abholen. Dann holen wir den Trailer und dann geht's los. Endlich ist es soweit, meine erste eigene Doku. Wir nehmen euch ein bisschen mit. Ich denke mal, könnte ganz cool werden. Wir sind jetzt unterwegs. Wir haben noch circa 50 Kilometer zu fahren. Und was wir genau holen, das werden wir gleich zeigen, wenn wir da sind. Da gibt es nämlich so einen kleinen Mini-Carporn. Da denke ich mal, werden die meisten von euch schon erkennen, was für ein Fahrzeug ist. So, während wir unterwegs sind, kann man ja noch ein bisschen über das Fahrzeug sprechen. Das Auto ist ein Fahrzeug, um was es geht. Hatte ich eigentlich so nicht auf dem Schirm. Also ich wollte nicht unbedingt das Auto kaufen. Ich wollte einfach nur ein Synchro haben. Und das als Doka. Mal gucken, wie sich das so gestaltet, was ich mitmache, was ich noch verändere, was wir noch mitmachen. Wir werden dann nochmal eine Bestandsaufnahme machen. Und ja, gucken wir erstmal, was für ein Fahrzeug das genau ist. Also ich würde sagen, es ist schon ein seltenes Fahrzeug, David, oder? Ja. Ja, ein seltenes Fahrzeug und bin froh, dass wir es gefunden haben. War auch eher Zufall, muss ich sagen, wie es immer so ist, über zwei Ecken. Warum leuchtet das Ding? David? Warum blinkt es rot? Dass man weiß, dass es noch aufnimmt, wahrscheinlich. Der Affe ist auch dabei, falls wer fragt. Immer im Nacken. Ja, wir sind da. 5 Kaffee später haben wir jetzt den Zielort erreicht. Ich muss sagen, ich bin wirklich aufgeregt. Also ich bin wirklich aufgeregt. Der erste eigene Synchro. Jeder von euch kennt es wahrscheinlich, der ein Synchro fährt. Es ist auch noch ein besonderes Modell. Deswegen freut es mich umso mehr, euch das zu zeigen. Also wollen wir mal schauen, was ich mir da so gekauft habe. Der erste Synchro, der eigene. Freestar, Doka, wenn wir zu Hause sind, werden wir noch eine kleine Bestandsaufnahme machen. Jetzt laden wir es mal auf und dann geht's ab heim. So, was könnte man noch so sagen zum Synchro Doka? Ich bin sehr happy, dass das Ding jetzt bei mir ist. Es ist kein Auto für die Firma, sondern es ist wirklich ein Auto für mich selber, was ich selber privat fahren möchte. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ihr könnt gerne kommentieren, was ihr an dem Auto verändern wollen würdet oder was ihr denkt, was dem Auto gut tut oder was ihr dran machen würdet. Und ich habe auf jeden Fall schon eine Liste, was ich aufgeschrieben habe, wo ich der Meinung bin, das könnte man ändern oder das will ich noch machen. Wunderschön. Ich weiß. Ja, kann's losgehen, ja, wa? Eine Doka Triester. Es war nicht geplant, natürlich so ein Sondermodell ja zu bekommen. Eigentlich habe ich nur nach einer ganz normalen Synchro-Doka gesucht, aber jetzt ist es eine Triester geworden. Also richtig geil. Wir wollen euch in dieser Bestandsaufnahme einfach mal über den aktuellen Stand dieses Fahrzeugs mal aufklären. Was haben wir vor, was wollen wir mitmachen? Sag gleich zu Anfang, natürlich ist es kein Projekt, ist ganz klar. Dafür ist er schon restauriert. Verschiedene kleinere Sachen oder beziehungsweise wir werden kleinere Sachen vornehmen. Ja, wir schauen uns das Auto jetzt einmal zusammen an, gucken, was wurde gemacht, beziehungsweise in welchem Zustand ist er. Schauen wir einfach mal, ja, was man so machen kann. Ich bin der Meinung, bei einer Triester kann man zwei Wege gehen oder generell bei einer Doka kann man zwei Wege gehen. Man kann natürlich einmal in die Offroad-Schiene gehen, das heißt, man nimmt die noch ein bisschen höher, macht Steifhängen drauf, so ein bisschen dieses Offroad-Feeling reinbringen oder man lässt ihn wirklich original, wie der Triester früher war, mit Alufelgen, so ein bisschen auf schick quasi wie auch VW damals. Deswegen haben sie den Triester überhaupt erst ja, ins Leben gerufen. Man wollte natürlich die Doka-Kunden, die, sag ich mal, ein bisschen mehr Ausstattung wollten sie, sage ich mal, damit auch bedienen. Das heißt, wir haben hier bei der Triester einen Innenraum, der, sage ich mal, vergleichbar ist wie mit einem Multivan. Es ist alles schön verkleidet. Das sind so die Merkmale. Aber wir kommen erstmal auf das Äußere einer Triester. Also viele von euch, die jetzt erstmal zuschauen oder das erste Mal von einer Triester was hören, wissen natürlich nicht, was ist eine Triester? Warum ist die so besonders? Warum wurde die nicht oft gebaut oder beziehungsweise ausgeliefert? Bei der Doka Triester ist von außen erstmal, sieht man natürlich vorne gleich das Merkmal, er hat Scheinwerferreinigungsanlage, er hat einen Nebelscheinwerfer, er hat vorne die GFK-Stoßstange, er hat elektrische Spiegel mit dabei, die eigentlich ja das schönste Merkmal ist. Eigentlich auf der anderen Seite kommen wir mit rum. Und zwar haben wir hier die vierte Tür, die Tür hinter der Fahrertür. Das ist das besonderste Merkmal von einer Triester eigentlich, finde ich. Ganz cool. Man kann natürlich hier durchsteigen, rein, raus. Das ist eigentlich so
das geilste Feature bei einer Tristar. Wir haben hier die Radlaufverbreiterung, die er dran hat. Es gab so ein, zwei Sonderausstattungen noch bei einer Tristar, die man noch dazu bestellen könnte. Darauf komme ich aber gleich zu sprechen. Wir gehen erstmal nochmal, wie gesagt, einmal um das Fahrzeug drumherum. Ihr seht, das Auto ist schon mal einmal komplett neu lackiert. Der stand jetzt so, wie er hier ist, schon wieder 5-6 Jahre in der Halle. Also wie gesagt, der stand in der Werkstatt, abgestellt, wurde nicht benutzt. Wir haben ihn jetzt da weggeholt und wollen ihn wieder auf die Straße bringen. Das heißt, das wird mein Daily-Fahrzeug. Ich fahre das, wenn ich Bock habe. Wir wollen, oder beziehungsweise ich möchte gerne, dass ich ihn jetzt nicht komplett verändere. Er soll original sein. Ich will ihn wirklich wieder mit den Originalfelgen ausstatten. Das werdet ihr aber alles später erfahren. Dazu wird es dann wahrscheinlich nochmal ein separates Video geben. Lack, wie gesagt, brauchen wir nicht drüber reden. Ist alles tipptopp. Karosserie passt alles. Er hat den 1.6er Turbo Diesel verbaut. Da ist auch die Besonderheit, er hat diese Oettinger Ladeluftkühleranlage verbaut. Das heißt, er hat nicht 69 PS wie die normalen JX, sondern er hat 90 PS. Bin mal gespannt, wie es spürbar ist, diese PS-Mehrleistung. Bin ich mal gespannt, ob man das so krass merkt oder ob es, sage ich mal, ja, ich meine, klar, 20 PS sollte man doch schon merken. Bin ich mal gespannt, wie es sich im Alltag fahren lässt. Ja, wir gucken mal hier rum. Wie gesagt, eben hatte ich schon gesagt, Radlaufverbreiterung. Hier, der hat jetzt ein spezielles Hardtop drauf. Das wird runterkommen, das wird nicht draufbleiben. Da will ich die Optik, sage ich mal, wie eine normale Doka ist, doch gern schon wieder zurückhaben, dass man, sage ich mal, hinten die Ladefläche auch schnell nutzen kann. Ich will damit keine Reisen machen, keine Urlaube. Also wie gesagt, das kann runter, das kommt weg. Ja, wir können jetzt mal schauen, was natürlich Leuten auffällt, die sich mehr mit der Tristar beschäftigen, mit der Doka. Fällt natürlich gleich auf, hier bei der Neulackierung wurde alles in Weiß lackiert. Man hat bei der Tristar Original ab dieser Kante nach unten eine schwarze Lackierung, also so eine ganz genau, könnt ihr mal drunter schreiben, wer es genau weiß, den Lackcode von dieser schwarzen Lackierung. Ich kenne Modelle auch, da ist es in Graphit gehalten, gibt es auch Dokas. Auf jeden Fall ab hier geht es abwärts in Schwarz, genauso wie hier hinten, das Mittelteil ist auch in Schwarz gehalten. Und die Frontstoßstange ist eigentlich auch komplett schwarz. Da bin ich halt noch im Überlegen, ob ich diese Sachen nicht wieder original lackieren lasse. Er ist jetzt komplett lackiert. Das ist halt einfach, es wäre schade, wenn man da nochmal dran muss. Ich bin noch im Überlegen, ob ich das mache. Normalerweise, wie gesagt, müsste dann einmal unterhalb der Linie alles schwarz gemacht werden. Die Frontstoßstange auch und hinten zwischen die Rückleuchten das schwarze, dieser schwarze Abschnitt müsste auch wieder so gemacht werden. Da bin ich noch im Überlegen, mal schauen, was ich da mache. Ob ich vielleicht mir auch eine Stoßstange suche, die komplett schwarz schon ist. Kann man ja auch gebraucht kaufen, die dann montiere und den Rest einfach vielleicht auch bekleben lasse. Wäre vielleicht auch eine Option, mit schwarzer Folie das bekleben lasse. Mal schauen, ich weiß es noch nicht. Da bin ich nochmal, oder da würde ich mir nochmal Gedanken zu machen. Könnt ihr auch nochmal drüber schreiben, was ihr machen würdet. Ansonsten ist es von außen her, will ich gar nicht viel verändern. Es kommen die originalen Aufkleber wieder drauf. 4WD und Tristar vorne. Und dann ist es von außen grob eigentlich schon alles. Ne? Wie gesagt, ihr seht jetzt vielleicht auch auf den Bildern, er ist noch so staubig, wie wir denn aus der Halle geholt haben. Also er ist komplett eingetreckt. Wollte ich auch extra so, dass wir ihn erstmal euch so zeigen, wie wir ihn geholt haben. Natürlich wird er jetzt einmal noch komplett sauber gemacht. Er kriegt nochmal einen neuen Service. Zahnriemen kommt neu. Flüssigkeiten lassen wir alle nochmal austauschen. Ist klar, macht man. Der stand jetzt wieder 5-6 Jahre. Allein aus Sicherheitsgründen. Ein Thema noch, was ein großes Thema ist bei den meisten Fahrwerkfelgen. Fahrwerk lasse ich erstmal so. Mache ich erstmal nichts. Die Felgen. Wir haben hier, wie gesagt, die 15 Zoll. Da habe ich vor 2 oder 3 Jahren schon, habe ich mal einen Satz gekauft, wo ich damals schon wusste, irgendwann kann ich diesen Satz mal auf irgendein Auto verwenden. Und jetzt ist es soweit. Bei der Tristar passt dieser Satz, also er könnte bei keinem Auto besser passen, werden wir euch auch gleich zeigen. Und zwar geht es um die Schlüssellochfelge in 16 Zoll, die damals auch original, konnte man damals auch original bei dem Tristar dazu bestellen. War eine Sonderoption, genauso wie den Bügel für die Front und für die Ladefläche. Da sage ich mal, Felgen, klar, da machen wir die aktive Felgen drauf. Bei dem Frontbügel, das ist nicht so meine Baustelle, muss ich ganz ehrlich sagen. Das lassen wir weg. Was ich aber suche, ist einen Bügel für die Ladefläche. Wenn ihr da irgendwie eine Idee habt oder so. Auf jeden Fall will ich hier wieder einen schönen Bügel drauf haben, der hinten runter geht. Das will ich auf jeden Fall machen. Und von außen, wie gesagt, Felgen noch. Das war's dann. Wir können mal in den Innenraum schauen, sodass ihr mal einen Einblick bekommt. Was macht den Tristar so besonders? Er hat halt, wie gesagt, vorne Einzelsitze mit Armlehnen und hat alles verkleidet mit dem Teppich. Also das heißt auch, diese Sitzkonsolen hier unten, alles ist schön mit Teppich verkleidet. Ich finde die Ausstattung vom Zustand her sehr gut. Da müssen wir nicht viel machen von innen. Er hat eine Sperre, das kann man noch dazu sagen. Also eine Sperre hinten. Wir werden noch ein ZA nachrüsten, definitiv. Wird er noch bekommen. Und wir können mal hinten in den hinteren Bereich schauen. Also wie gesagt, das macht die Tristar aus. Wir haben hinten die spezielle Sitzbank. Sieht man auch ganz gut abgesetzt. Hier sieht man auch schön, ich setze mich mal rein, Jungs. So. Hier sieht man auch schön, dass alles mit Teppich verkleidet ist. Das muss natürlich alles noch mal ein bisschen sauber gemacht werden. Aber generell, der Zustand ist gut. Man hat hier Armlehnen. Also wie gesagt, alles das, was eine Tristar haben muss, hat natürlich diese Tristar. Wir haben extra noch mal kleine Beleuchtung. Das wissen die wenigsten, dass die Tristar eine Beleuchtung bei den Hebeln hat. Hier oben haben wir den Haltegriff und hier sind
kleine Lämpchen drin. Die kann man ein- und ausschalten. Ich weiß gar nicht, ob. Ah, geht sogar, siehst du? Das hatte nur die Tristar. War auch speziell, wie gesagt. Ja, ansonsten Schiebefenster hinten, auch immer ein sehr gesuchtes Gebrauchteil. Schiebefenster hinten auf der Seite. Und ansonsten, wie gesagt, es ist alles da. Das ist das Gute, es ist alles komplett. Das macht die Sache rund. Und ich freue mich einfach, dass ich dieses Auto gefunden habe und dass ich ja jetzt alltäglich auch mal die Synchro testen kann, fahren kann. Was gibt's noch sonst zu sagen zur Tristar? Also, Unterboden haben wir auch schon mal gecheckt. Also alles, was Getriebe, Achsen angeht, ist alles bei diesem Auto wirklich sehr gut. Es ist ja kein riesiges Projekt wie zum Beispiel unser White Star, sondern es ist wirklich ein Fahrzeug für mich, was ich einfach, sage ich mal, ja, vollende. So will ich es nennen. Hier und da werden ein paar Kleinigkeiten vorgenommen und wir werden natürlich in einem nächsten Video nochmal näher drauf eingehen, wenn dann alles fertiggestellt ist, was gemacht worden ist, wie es mit den Felgen aussieht. Da bin ich sehr gespannt, wie die Schlüssellochfelgen hier auf diesem Fahrzeug aussehen werden. Ich freue mich schon wirklich, dieses Auto zu fahren. Habe ich richtig Bock drauf. Deswegen nehme ich auch euch hier mit. Es ist zwar mein eigenes Fahrzeug, aber ich will euch einfach dran teilhaben lassen. Wenn ihr Ideen habt, wie gesagt, lasst es uns wissen. Kommentiert ruhig, wenn wir zu euch kommen sollen. Wenn ihr ein geiles Auto habt, wenn ihr zum Beispiel wisst, oh ja, der und der, da müsst ihr mal hinfahren. Oder das könnte cool sein, das könnte ein gutes Video ergeben. Oder es ist für euch interessant, das mal zu zeigen. Wir werden noch einiges sehen von dieser Tristar. Sowohl im Offroad-Bereich als auch auf der Straße. Da wird noch einiges an Content für euch kommen. Wir haben es bewusst nicht in diesem Video gemacht. Das ist ja das allererste Video auf YouTube hier. Das zweite Video wird dann über die Firma kommen. Was machen wir? Wie läuft's? Wie viele Leute arbeiten hier? Das wird das zweite Video sein. Ich würde sagen, am Ende kann man nur sagen, ein geiles Fahrzeug, finde ich. Ich glaube, ich werde eine Menge Spaß mit haben. So, jetzt war ich extra schnell im Lager, habe die Felge natürlich geholt, dass wir euch diese Felge zeigen können. Viele von euch kennen sie, die Schlüssellochfelge in 16 Zoll. Konnte man damals bei der Tristar, wie gesagt, dazu bestellen. Ich halte es euch mal ran. Also diese Felge wird auf dieses Auto kommen. Ich denke mal, es gibt keine passendere Felge für dieses Fahrzeug. Ich denke mal, es könnte ganz cool kommen. Wie gesagt, die kommt drauf. Das ist auf jeden Fall Fakt. Dafür habe ich mich entschieden. Was mir noch ganz wichtig ist, oder beziehungsweise was ich euch noch sagen wollte, das ist unser erstes Video, ganz klar. Verzeiht uns, wenn wir am Anfang ein paar Fehler machen, wenn ich mich verblapper oder wenn ich manches technisch nicht hundertprozentig ausspreche, nehme ich dafür nicht hoch, wirklich. Damit, wie gesagt, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.